Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Canisius TV. Ich lese das Tagesgebet. Barmherziger Gott, lenke du selbst unsere Herzen zu dir hin, denn ohne deine Hilfe können wir dir nicht gefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich lese die Lesung des heutigen Tages. Lesung aus dem Buch Jeremia. Der Herr ließ es mich wissen und so wusste ich es. Damals ließest du mich ihr Treiben zuschauen. Ich selbst war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten. Wir wollen den Baum im Saft verderben. Wir wollen ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden, sodass man seinen Namen nicht mehr erwähnt. Aber der Herr der Heere richtet gerecht. Er prüft Herz und Nieren. Ich werde sehen, wie du Rache an ihnen nimmst, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, man hat den Propheten Jeremia, von dem die eben gehörte Lesung stammt, man hat diesem Mann übelst mitgespielt. Sie haben ihn nicht nur beleidigt, sie haben ihn öffentlich bloßgestellt. Sie haben ihn nicht nur verleumdet, sondern auch noch die gemeinsten Motive unterstellt. Und zu guter Letzt haben sie auch noch physische Gewalt an ihm ausgeübt. Dabei hatte sich Jeremia überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Es war die reinste Willkür, die sich an ihm ausgetobt hat. Wie sich das anfühlt, das, glaube ich, kann jede und jeder von uns nachvollziehen. Und da kocht ihn an in einem dann so ein Gefühl hoch, wo man den anderen mal so richtig klipp und klar sagen möchte, wo man mal die Möbel gerade rücken möchte, wo man vielleicht sogar verbal zuschlagen möchte. So eine Gemeinheit, die darf man doch nicht auf sich sitzen lassen. Da kann man doch nicht schweigen. Da muss man doch. Und doch bremst der Prophet Jeremia im letzten Moment, bevor er explodiert, ab. Er wird sich gewahr, letztlich kenne ich den anderen zu wenig. Ich weiß zu wenig von seinen Motiven. Vielleicht hat er Kummer. Vielleicht hat er eine schlimme Krankheitsdiagnose gehört. Oder es ist was mit seinem Kind. Oder die betagte Mutter ist gefallen und alles fragt sich, was nun? Gott prüft Herz und Nieren, sagt der Jeremia. Das heißt, er kennt mich. Er hat den Überblick. Sein Urteil ist nicht aus dem Bauch heraus, ins Blaue hinein, aus dem Affekt heraus, sondern er kennt alle Fakten und er kann sich deshalb ein profundes Urteil über einen Menschen machen. Wenn ich auf meine Rache verzichte und Gott überlasse, dann durchbreche ich das ewige Hin und Her von Vergeltung und Vergeltung für die Vergeltung und Vergeltung für die Vergeltung der Vergeltung und so weiter. Schade ist nur, dass man meist nicht dabei ist, wenn Gott die Rache ausübt und meinen Widersacher gebührend in die Pfanne haut. Jeremia widerspricht dem. Ich werde sehen, wie du
meine Rache nimmst, wie du an ihnen Rache nimmst. Denn ich habe dir, Gott, meine Sache anvertraut. Wir verpassen nichts. Wir werden unsere Genugtuung erleben. Eine andere Frage aber ist, ob ich nach einer gewissen Zeit überhaupt noch Rache nehmen will. Manchmal beruhigt man sich ja nämlich auch. Das Gemüt beruhigt sich und man muss ehrlich zugeben, gut, dass ich mich zurückgehalten habe. Gut, dass ich die E-Mail nicht abgeschickt habe. Gut, dass ich mir auf den Mund gebissen habe. Gut, dass ich meine Rache Gott überlassen habe. Wer Gott seine Rache überlässt, der tut gut daran. Wenn sein Zorn berechtigt ist, dann wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Wenn nicht, dann hat man auch keinen Fehler gemacht, den man später bereuen müsste. Ich bete, gerechter und barmherziger Gott, es ist gut und richtig, dir das Urteil zu überlassen. Wir bitten dich für alle Menschen, die verletzt und voll von Rachegefühlen sind. Lass sie nicht verbittern. Für alle Menschen, die anderen Unrecht tun, schenke ihnen Einsicht und Reue. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Anliegen. Für die Verstorbenen schenke den Opfern von Gewalt und Krankheit neues Leben. Guter Gott, dir hat Jeremia seine Sache anvertraut. Auch wir trauen dir unsere Bitten an und wissen sie bei dir gut aufgehoben. Denn du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Ich lese den 91. Psalm. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der spricht zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers, er befreit mich aus allem Verderben. Er beschirmt mich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue. Du brauchst dich vor den Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt. Nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch 1000 zu deiner Seite, dir zur Rechten 10x1000. So wird es doch dich nicht treffen. Denn du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt, dir begegnet kein Unheil. Kein Unglück naht deinem Zelt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu tragen, auf ihren Händen zu behüten auf all deinen Wegen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lass ihn schauen, mein Heil. Und so segne dich und alle, die du in deinem Herzen mit dir trägst. Der gute Gott, bei dem unsere Rache gut aufgehoben ist, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis morgen.